Und der Baby ist wieder mit ganz anderen Dingen beschäftigt und sagt sich, hey, wo bin ich denn hier gelandet? In einem Irrenhaus voller Verrückter, hol mich bitte hier raus. Hallo, hier ist eure Ratzenbande. Ja, im heutigen Video könnt ihr meine Vergesellschaftung von den Ratten miteinander sehen. Für die Leute, die mein letztes Video gesehen haben, die wissen ja, ich habe mir zwei neue Ratten angeschafft, die ja leider einzeln sitzen müssen, weil sie sich leider im Tierheim zerstritten haben. Und ja, den Zuma, den wir hier gerade sehen, und der Barry, die sind ja schon lange bei mir. Und ja, die möchte ich heute gerne miteinander vergesellschaften, beziehungsweise heute ist der Tag 1 der Vergesellschaftung. Ich hatte mir einfach so überlegt, ich mache das wie so eine Art Videotagebuch. Also sprich, dass ich so die einzelnen Tage filme, kurz zeige, wie die Ratten sich ja verhalten, wie sie sich benehmen, wie die Vergesellschaftung so abläuft. Ich bin auch sehr gespannt, weil mit 3 unbekannten Mitgliedern, sag ich mal, hatte ich eine Vergesellschaftung selbst noch nie gemacht. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das läuft, ob sie sich verstehen. Vor allem, die anderen kennen sich ja schon, die zwei. Also die zwei neuen, Heaven und Taki, habe ich sie ja genannt. Und die hatten sich ja leider Gottes zerstritten. Wahrscheinlich wegen dem Stress und wegen den Weibchen, die noch mit im Raum saßen. Und ja, ich habe mir halt gedacht, ich mache da so eine Art Videotagebuch draus. Also sprich, dass ich die einzelnen Tage kurz filme, zeige, wie die Vergesellschaftung so klappt, ob alles gut läuft. Und ja, ich guck mal, ob ich das in einem Teil abgedreht kriege oder ob ich das Video dann splitte und in 2 Teile teile, weil jeden Tag ein neues Video finde ich dann ein bisschen, ja, ereignislos. Vor allem, wenn die Vergesellschaftung natürlich gut läuft, was ich natürlich hoffe, dass sie gut läuft. Also ich möchte nicht, dass es Komplikationen gibt. Und genau, du bist schon wach, den Barry, den finde ich gerade nicht. Ich glaube, der ist gerade oben hier irgendwo. Und soweit hatte ich jetzt hier auch schon die ganzen Boxen vorbereitet. Einmal die große für die beiden und dann die 2 kleinen für jeweils eine von denen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie beim ersten Treffen so aufeinander reagieren. Ich finde, das erste Treffen ist für mich persönlich immer das Spannendste von allen. So, und hier wäre dann auch alles vorbereitet. Hier ist einmal die Badewanne, die habe ich mit so einer einfachen Decke ausgelegt, damit es nicht so kalt für die an den Pfoten ist. Hier sind die ganzen Boxen mit den Kleinen. Und hier habe ich einmal ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß natürlich nicht, wie sie sich verstehen werden. Je nachdem werde ich den nächsten Schritt wagen und die schon mal so ein bisschen anfüttern, weil Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Habe hier normales Futter dabei, dann habe ich hier ein bisschen Babybrei dabei. Das kann ich dann in die große Schüssel tun, da können sie dann alle rausfressen gemeinsam. Und hier habe ich auch nochmal so ein Häuschen als Versteckmöglichkeiten hier mit mehreren Ausgängen. Natürlich ganz wichtig für den Anfang, damit die sich nicht bedrängen gegenseitig. Und natürlich immer etwas zum Schutz für die Hände, falls sie sich beißen sollten, damit ich sie damit trennen kann. Hier einmal ein Handtuch und einmal einen Backhandschuh habe ich hier genommen. Da sollten sie ja nicht durchkommen, hoffentlich. So, ich werde jetzt, denke ich mal, als erstes die 2 Oldies reinsetzen. Ja, einmal der Barry. So. Einmal der Zuma. So, und dann kommt natürlich auch relativ schnell danach das andere kleine etwas. So. Gucken, die sind natürlich noch die Hand nicht so sehr gewohnt, deswegen zappeln sie auch noch. Aber ich setze ihn schnell um. Kann man direkt mal gucken, was sie so sagen. Bis jetzt ignorieren sie sich gekonnt noch. Dann noch den kleinen Heaven. So. Ja, du bist noch nicht anfassen, so gewohnt, ich weiß. So, dann gucken wir mal, was sie zueinander sagen. Hier sieht man schon, es wird schon fleißig beschnuppert und markiert. Aber alles in einem sehr, sehr guten Rahmen. Das dürfen sie ja auch und das sollen sie ja auch. Sich gegenseitig erstmal gucken, wer bist du denn überhaupt? Ja, dich kenne ich noch gar nicht. Bin gespannt, wenn die beiden Kleinen dann nochmal aufeinandertreffen. Hier wird auch nochmal geschnuppert, hier ordentlich. Ne, gucken halt, wer das jetzt gerade ist, mit wem sie es hier zu tun haben. Ob junge Mädchen. Ja, man sieht auch, der Barry ist direkt struppig. Ja, damit machen die sich halt größer. Das ist halt so eine Geste, um halt zu zeigen, hey, mach keinen Stress, ich bin hier der Chef.
Ne? Ich bin größer als du, ich habe hier das Sagen. Hier sind einmal die zwei Kleinen. Scheinen aber auch nicht besonders so interessiert aneinander zu sein. Und der Heaven ist schon ein bisschen interessiert. Aber der Taki ist momentan, glaube ich, eher mit dem Flüchten beschäftigt. Aber der ist ja auch der ruhigste und der schüchternste von allen. Deswegen ist das natürlich auch für die stressig. Ich hätte natürlich auch erstmal versuchen können, die beiden zu vergesellschaften nochmal. Aber ich habe dann gesagt, ganz ehrlich, ich möchte nicht nochmal, dass die diesen Stress dann durchmachen. Oh, jetzt wird sich gekloppt. Aber der Zuma greift super ein zwischen die beiden. Hat er echt gut gemacht. Ist auch normal, was die da machen, solange die sich nicht ineinander verbeißen. Also ich glaube, es war eine gute Idee, die alle direkt miteinander zu vergesellschaften, weil wer weiß, ob das gut gegangen wäre jetzt, wenn die jetzt zusammenprallen. Ich denke mal, die kennen sich ja auch schon noch. Und die haben das natürlich so ein bisschen auch im Hintergedanken, dass sie sich so gestritten haben, aber da hat der Zuma echt gut eingegriffen. Und der Baby ist wieder mit ganz anderen Dingen beschäftigt und sagt sich, hey, wo bin ich denn hier gelandet? In einem Irrenhaus voller Verrückter. Hol mich bitte hier raus. Fangen sie gerade an, sich so ein bisschen zu beruhigen. Ne, fängt sich jetzt auch gerade an zu putzen. Das ist schon mal gut. Das ist ein gutes Zeichen. Ne, wenn er Zeit hat, sich zu putzen. Klar, es hat auch ein bisschen Aufregung, ne, dass die dann schon mal nicht mehr wissen, was die machen sollen. Aber jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ne, der Zuma ist halt doch noch sehr struppig. Und der Heaven ist auch gerade alles andere als begeistert davon. Und der Perry, der ist einfach total so, ja, ich guck mal, ja, ich putz dich mal ein bisschen. Ja. Aber er lässt es über sich ergehen. Jetzt wird er unterworfen. Perry sagt ihm natürlich ganz klar, ey, nicht mit mir, Kleiner, ne? Du hast hier nichts zu melden. Die sind jetzt auch natürlich in der Phase, da wo die halt größer werden, ne? Da sind die dann halt auch schon so ein bisschen frecher, die Kleinen. Aber die müssen sich da leider unterordnen, ne? Bei der Barry und der Zuma, die haben halt leider das Vorrecht, weil sie natürlich älter sind als die und größer. Also ich glaube, wir belassen es dann heute auch so, wie es jetzt ist. Also ich werde jetzt keine Gegenstände oder auch kein Futter und so mehr reintun, weil dafür sind die einfach noch nicht bereit. Also ich glaube, die würden auch bis auf Barry vielleicht, weil der ist tiefenentspannt da in der Ecke, würden die das wahrscheinlich gar nicht anrühren. Und ich glaube, da sind die auch noch nicht bereit für, weil das wäre ja auch wieder ein neuer Streitpunkt. Weil man sieht ja, dass die trotzdem noch total wuschig sind. Und so ganz geheuer sind die sich noch nicht gegenseitig. Von daher wird dann Tag 1 erstmal nur so in der Badewanne ohne irgendwelche Gegenstände ablaufen. Das reicht ja dann auch. Wir sind ja jetzt schon circa, ich glaube 20 Minuten oder so sind die jetzt in der Badewanne. Und ja, die Situation hat sich zwar jetzt schon ein bisschen beruhigt, aber man sieht ja, dass die jederzeit explodieren könnten. Und so ganz geheuer sind die sich alle noch nicht so wirklich, aber es ist gelaufen bis jetzt ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Das ist sehr schön. Ich beende dann jetzt, denke ich mal, dann auch den Versuch. Ich glaube, die haben genug, das ist für die genug. Man sieht ja, der Taki, der liegt jetzt platt am Boden. Und der Heaven hat auch die Schnauze voll. Und die beiden sieht man ja auch, die liegen jetzt zusammen, haben sich jetzt zusammengekuschelt und haben jetzt auch keine Lust mehr. Die sind jetzt eine halbe Stunde ungefähr, sind die jetzt hier drin. Klar, es gab jetzt zwischendurch nochmal so ein paar Reibereien, ne, zwischen dem Barry auch und den Kleinen. Aber ist alles eigentlich gut ausgegangen, wie man auch sieht. Sonst hätte ich sie ja schon getrennt. Und genau, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns an Tag 2 wieder. So, wir haben jetzt den zweiten Tag mittlerweile. Ich habe sie jetzt gerade auch wieder frisch zusammengesetzt. Mal gucken, wie sie sich verhalten. Ich hoffe ja, dass ich heute mal eine Versteckmöglichkeit noch mit in die Badewanne dazustellen kann und auch ein bisschen Futter. Ich habe ja ein bisschen Babybrei
hier wieder bereitgestellt. Ich hoffe mal, dass sie heute ein bisschen entspannter sind und dass das Gröbste jetzt, sage ich mal so, am ersten Tag schon geregelt worden ist. Klar kann es natürlich sein, dass noch mal ein paar Streitigkeiten aufkommen, aber das ist ja normal. Nur ich hoffe, dass es natürlich nicht mehr so abgeht wie gestern, weil gestern war natürlich schon sehr viel, aber klar war ja jetzt auch die erste Begegnung. Und ja, bis jetzt schaut es eigentlich relativ entspannt aus. Die Ratten schnüffeln sich erstmal alle wieder am Hintern. Erstmal gucken, mit wem habe ich es denn hier jetzt zu tun? Kenne ich den noch oder habe ich den schon wieder vergessen eventuell? Also die sollten sich noch kennen, denke ich mal. So, dann sieht man hier auch nochmal gerade, dass der Heaven von dem Barry gerade unterworfen wird. Und der Zuma geht gleich mit drauf. Ich denke mal, der wird den jetzt auch gleich ein bisschen zwangsputzen, oder? Ne, er lässt den jetzt in Ruhe. Und der Heaven liegt halt auch ganz unterwürfig jetzt da, ne? Sieht man ja auch. Der hat sich jetzt auch nicht großartig gerade gewehrt, sondern hat das brav über sich ergehen lassen. Ja, weil der Barry, der hat ja gestern das Ganze so ein bisschen ignoriert, das Geschehen, ne? Deswegen kann es natürlich sein, dass er hin und wieder sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen behaupten wird, ein bisschen zeigen wird, was er sich gefallen lässt und was nicht von den Kleinen. So, da das Ganze sich hier gerade so ein bisschen entspannen tut. Ne, man sieht ja, die liegen jetzt relativ gut an der Ecke hier, der Taki und der Barry. Die sitzen, ich sag mal, für Vergesellschaftungsverhältnisse relativ entspannt zusammen. Nur der Barry ist entspannt, der putzt sich ja auch ausgiebig. Der Taki sitzt da in der Ecke und ja, akzeptiert das, dass er neben ihm sitzt. Und der Zuma ist gerade auch mit allem anderen beschäftigt, nur nicht mit der Vergesellschaftung, weil er versucht gerade hier rauszukommen. Und der Heaven, der guckt auch gerade hier ein bisschen durch die Gegend. Nur ist jetzt also nicht total unentspannt, von daher denke ich mal, tue ich mal ein bisschen Babybrei rein und dann mal gucken, was sie jetzt dazu sagen werden. So, der Barry und der Zuma fressen schon mal fleißig. Der Heaven, der scheint auch drangehen zu dürfen. Der Zuma ist jetzt auch gerade momentan alleine am Fressen. Irgendwie scheint die Decke da hinten, wo jetzt der Heaven und der Barry drin rumwuseln, interessanter zu sein. Und der Taki fragt sich auch gerade, was machen die denn da drin? So, es sind jetzt circa 25 Minuten jetzt hier in der Badewanne rum. Ich habe jetzt hier noch ein Häuschen reingestellt, also so ein Papphäuschen mit mehreren Eingängen. Weil ja, da jetzt nicht mehr viel großartig passiert ist. Also die haben sich akzeptiert. Klar, die haben jetzt nicht unbedingt gemeinsam gefressen aus einer Schale, sondern dann halt mehr oder weniger dann immer abwechselnd. Aber ja, solange keiner wenigstens das Futter verteidigt und davor steht und keinen ranlässt, bin ich auch schon mal ganz zufrieden. Und jetzt gucken wir mal, wie das mit den Versteckmöglichkeiten ist. Also der Zuma und der Barry haben schon mal das Häuschen in Beschlag genommen. Dann wäre es natürlich auch spannend zu sehen, ob der Heaven und der Taki auch rein dürfen. So, wir haben jetzt mittlerweile eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten so in dem Drehraum. Ich glaube, viel mehr passiert da auch heute nicht mehr. Wir sind jetzt auf dem Stand, dass Barry und Zuma, die, ja, die nicht wirklich ins Haus lassen, den Heaven und den Taki. Also so weit sind sie leider noch nicht. Deswegen werde ich zur Sicherheit einfach morgen nochmal einen weiteren Integrationstag in der Badewanne machen. Und ja, ich würde dann, wie gesagt, den Versuch für heute dann auch beenden und dann nochmal morgen den dritten Tag, noch ein weiterer Tag in der Badewanne probieren. Und dann hoffe ich mal, dass sie sich dann mittlerweile so gut verstehen, dass ich sie dann in einen größeren neutralen Raum setzen kann. Und ja, mal sehen, wie es weiterläuft. So, Tag 3 ist jetzt mittlerweile angebrochen. Ich probiere es heute noch ein weiteres Mal in der Badewanne, da ja gestern Barry und Zuma das Häuschen verteidigt haben vor den anderen beiden. Ja, beginne ich jetzt auch direkt erstmal nur mit dem Häuschen, also ohne Futter und irgendwas. Und ich setze die Kleinen diesmal als erstes rein, damit die die Chance haben. Ups. Ja, du bist noch ein bisschen zappelig. Ja, die Chance haben auch als erstes das Häuschen zu erkunden. Und dann setze ich gleich im Anschluss so, dann die anderen beiden rein. Nicht ganz so viel Zeit lassen natürlich.
und dann mal gucken, was die so sagen und was sie so machen. So, der Barry ist jetzt gerade im Haus und die zwei anderen sind auch im Haus. Da kommt der Taki wieder raus und der Heaven auf der anderen Seite. Bis jetzt klappt es ganz gut. Es war also doch eine ganz gute Idee, die beiden als erstes reinzusetzen, damit die überhaupt die Chance einmal haben, überhaupt da reinzugehen und sich da reinzutrauen und nicht total verschreckt sind, so wie gestern, weil gestern haben sie sich auch wirklich gar nicht mehr so richtig reingetraut. Und der Barry und der Zuma, die lagen halt schon länger dann da drin und dann fanden sie es natürlich nicht so toll, als sie dann mal versucht haben reinzukommen. Und ja, das scheint aber heute etwas anders zu laufen. Wobei man jetzt auch ein bisschen Gequieke gerade gehört hat. Also vielleicht ein paar Rangereien scheint es ja noch zu geben da drinnen. Aber die vier Eingänge, da können die Ratten ja schnell rein und raus laufen, wie es denen gerade passt. Deswegen ist das immer ganz gut. So, es sind jetzt mittlerweile wieder circa 15 Minuten vergangen. Wie man sieht, sieht man keine Ratte mehr außerhalb des Häuschens, außer der Barry, aber der ist jetzt gerade wieder herausgegangen. Das heißt, alle dulden sich gegenseitig in den Häuschen, was schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, dass die alle auf so engen Raum gut miteinander auskommen. Es gab zwischendurch jetzt noch mal ein bisschen Gequieke da drinnen und ein bisschen gekloppt, glaube ich, haben sie sich auch da drin, weil man sieht ja, das Haus steht jetzt nicht mehr ganz in der Mitte, sondern jetzt ein bisschen weiter links. Aber ja, war jetzt nichts Schlimmes. Da ist jetzt keiner irgendwie in Panik oder so rausgerannt oder die haben sich gejagt oder irgendwas. Sondern ja, scheinen sich zu akzeptieren. Und deswegen tue ich jetzt auch nochmal ein bisschen Brei wieder dazu. Mal gucken, ob sie diesmal darauf Lust haben. Der Barry hat bestimmt darauf Lust, natürlich. So, der Taki traut sich jetzt auch das erste Mal an den Brei. Gestern hat er sich ja gar nicht dran getraut, weil er ja dazwischendurch natürlich auch wieder ein bisschen eingeschüchtert worden ist. So, es ist jetzt knapp eine Stunde mittlerweile vergangen, nicht ganz. Die Kleinen sitzen jetzt mittlerweile alle gemütlich zusammen in dem Häuschen drin. Gefressen haben sie ja ab und zu mal abwechselnd. Wobei, das meiste hat eigentlich der Barry gefressen. Ne, du kleines Moppelchen, du magst Essen besonders gerne. Die anderen haben sich jetzt nicht so dafür interessiert. Vor allem die Kleinen halt nicht. Der Taki ist jetzt nur einmal ganz kurz halt dran gegangen. Und ansonsten sind die halt nicht wirklich dran gegangen. Aber ja, die sitzen ja alle zusammen im Häuschen. Gut, der Baby hat sich jetzt gerade wieder nach draußen gesetzt. Aber man hört ja jetzt gar nichts mehr von denen, sondern da ist es jetzt schon eine ganze Weile so ruhig drin. Und deswegen denke ich einfach mal, dass ich ab morgen dann den neutralen Bereich dann etwas vergrößern kann. Dann werde ich wahrscheinlich bei mir dann im Badezimmer die Kleinen mal laufen lassen. Und dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie sich da verhalten werden, weil das ist ja dann doch nochmal ein bisschen eine andere Situation. Die haben ja mehr Platz und können sich dementsprechend natürlich auch mehr jagen. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann an Tag 4.